In diesem Video bekommst du von mir eine Anchor VWAP Trading Strategie. Schau dir bitte das ganze Video an, dass du alles verstehst, was ich sage. Ich halte mich so kurz wie möglich. Und was mir wichtig ist, ist, dass du verstehst, dass egal wie viele Seminare du teilgenommen hast oder im Sinne von wie viele Coachings oder Mentorings du machst, am Ende gilt nur die Routine, dass man sich an den Rechner setzt. Man hat sein Trading-Kapital wie 1000, 5000, 10.000 Euro zum Beispiel, macht es geteilt durch 50, 80 Trades, je nachdem halt. Also man nimmt einfach 1000 Euro geteilt durch 10, 20 Trades für die nächsten 1, 2, 3 Wochen. Und dann geht es einfach nur darum, wenn ich meinen Indikator habe, meine Trading-Strategie zum Beispiel mit einem Anchor VWAP, wo finde ich mehrere Trades, dass da etwas rauskommt. Das heißt, immer wenn ich mich hinsetze, 5 Stunden mitunter 2, 3 Wochen, also auf verschiedene Tage verteilt, und ich setze mich dann hin, dass dann dort dementsprechend was rauskommt. Und in diesem Video sprechen wir über eine einfache, klare Systematik darum. Das allererste ist es, ausfindig zu machen, wohin möchte denn überhaupt der Kurs hingehen? Und das sind immer die größeren Strukturen. In diesem einen 1-Minuten-Chart drin zu bleiben, den Euro-US-Dollar zu nehmen oder den S&P 500. Und wenn wir das gemacht haben, ziehen wir einmal den 1-Minuten-Chart extrem zusammen und schauen uns hier einmal die größere Struktur an. Es gibt ein Werkzeug bei TradingView, das nennt sich Horizontal Ray, hier auf der linken Seite. Oder wenn wir das hier einmal, wenn wir einmal hier das hier auf Deutsch stellen, dann zeige ich dir auch den deutschen Namen. Ist auch Horizontal Ray, so wie es aussieht. Also dann platzieren wir einmal hier an diesem Hoch hier diese Linie. Und dann einmal hier, man kann sogar hier bei TradingView auf der linken Seite sogar ein Sternchen dran machen. Und dann siehst du im Sinne von, wo diese Horizontallinie herkommt. Das heißt, anstatt es so aussieht und du weißt nicht, woher die Linien herkommt, wissen wir jetzt ganz klar, woher die Linien herkommt. Das ist Schritt Nummer 1 und genau da möchte gerne der Kurs hin. Man schaut so weit zurück, wie es geht, wenn es nichts anderes gibt. Ansonsten desto frischer. Das heißt zum Beispiel, wenn wir hier an dem Rechner sind, dann wäre es auch in Ordnung, dass man hier auch diese frischen Hochs hier einzeichnet. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist nachzusehen, wo macht denn der Kurs, und das ist jetzt sehr wichtig, schreibt dir das auf, wenn der Kurs höhere Tiefs macht, geht der Kurs nach oben. Für mich, wenn der Kurs mehrere tiefere Hochs macht, geht er nach unten. Es ist egal, ob der Kurs Hochs oder Tiefs erstmal rausnimmt. Alleine diese Systematik zu sehen, dass der Kurs anfängt hier, rot-grün ist ein Tief für mich und grün-rot ist ein Hoch, dass der Kurs anfängt hier, rot-grün höher zu machen, rot-grün höher zu machen, also dass der Kurs von hier nach hier rausdrückt, das kann man nur im Nachhinein sehen, aber darum geht es ja, dass wir erstmal ermitteln, dass der Kurs diese Bewegung macht, und wenn er das gemacht hat, dass man davon ausgehen darf, dass er diese Bewegung, eine ähnliche Bewegung nochmal macht, und wie du dann hier siehst, diese ähnliche Bewegung, dass er die nochmal macht, und dann wie du hier siehst, dass er die ähnliche Bewegung hier nochmal macht im Dreh. Das heißt, wenn der Kurs anfängt, Bewegungen zu machen, dass man schön davon ausgehen kann, beziehungsweise gehe ich gerne davon aus, dass er diese Bewegung weiterhin führt. Ganz wichtig zu wissen, nicht den ganzen Tag dran zu setzen, nach 1, 2 Stunden darf man ausgelaugt sein von der Konzentration her. Das heißt, Schritt Nummer 1, wir haben das Hoch identifiziert, Schritt Nummer 2 und das Tief dementsprechend, wenn wir uns unsicher sind, wohin der Kurs läuft. Also in dem Fall wäre das zum Beispiel hier. Schritt Nummer 2 wäre dann im Sinne von, kann ich eher sehen, dass der Kurs gerade hochläuft und höhere Tiefs macht oder tiefere Hochs. Und anstatt, das ist ganz wichtig, anstatt hier drinnen sich zu übertraden, schön den Kurs zusammenziehen und nachsehen. Wenn wir sehen, dass der Kurs eher hier in einer etwas seitwärtsphasigen Phase drinnen ist, dann ist das nicht so gut zu traden. Schön rausbrechen lassen, was wichtig ist. Nachsehen, hier zum Beispiel sind diese Hochs hier, wie zum Beispiel hier oder hier von der größeren Struktur ein bisschen. Hier ist auch noch ein Hoch. Und sobald der Kurs ausgebrochen ist und viele grüne Kerzen macht, das ist auch noch für ein zweiter Indiz, dass der Kurs drückt. Das heißt, einmal höhere Tiefs oder tiefere Hochs und dann noch in Kombination mit viele grüne oder rote Kerzen aus einem 1-Minuten-Chart. Wenn du einen 3-Minuten-Chart meinst zu verwenden wollen oder einen 5-Minuten-Chart, dann muss dir im Klaren sein, wenn du 10 Kerzen liest, dass das 50 Minuten sind und 50 Minuten von 12.12 Uhr zum Beispiel Chicago-Zeit bis 12.60 Uhr, da ist die Bewegung schon vorbei und das muss dir klar sein. Und deshalb ist es so wichtig, wir machen das hier mal auf deutsche Zeit, dass du das hier auch verstehst. Zum Beispiel hier haben wir 19.02 Uhr bis 20.50 Uhr zum Beispiel, das ist eine Stunde und man würde nur eine Struktur sehen. Deshalb, dieser 1-Minuten-Chart ist sehr wichtig, den zu verwenden, denn wenn wir hier viele grüne Kerzen sehen, 3, 4, 5 Stück, das sind nur 3, 4 Minuten und schon haben wir hier auch dementsprechend unser Einstiegssignal, was ich dann hier zeige. Das heißt, Nummer 1,
Hochs und Tiefs. Nummer 2, höhere Tiefs oder tiefere Hochs mit der größeren Struktur. In Zeitwertsphasen die Finger weglassen. Wenn er hochdrückt, dann ist es super. Und der dritte Schritt ist dann, dass man sich auf Farbwechsel oder einfach grüne Kerzen konzentriert. Das heißt, Farbwechsel wie zum Beispiel rote Kerze, grüne Kerze. Auf der rechten Seite gibt es einen Countdown. Das ist ein Zeitraffer, der zählt von einer Minute runter. Einstieg nach der grünen Kerze, Stoppsetzung unterhalb der grünen Kerze oder am Farbwechsel und die Zielsetzung von der Struktur des Hoch. Und das ganz Wichtige ist, dass das Risk-Reward-Ratio, das heißt das Chance-Risiko-Verhältnis bei 5 liegt. Das heißt, dieses Hoch würde anvisiert werden. Was passiert ist, man könnte das sehr oft wiederholen mit höheren Farbwechsel und auch viele Verlierer-Trades sich leisten. Das heißt, als bestes Beispiel, wenn ich sehe, das ist nur ein 1 zu 3, lohnt sich das weniger. Jetzt gibt es hier aber einen kleineren Farbwechsel, den du hier siehst. Und von dort bis hierhin ist ein Chance-Risiko-Verhältnis bei 7. Das heißt, manchmal gibt es viel Druck, die zu lange Kerze, dass sich nicht lohnen darf. Aber es gibt auch genug Druck, manchmal die kleinere Kerze. Und es lohnt sich dann, dass man hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5 hat. Das heißt, man passt hier, ich passe hier gerne 100 € ein und dann haben wir hier 500. 75 € an Gewinn. Und der Rest ist einfach im Sinne von, dass man dort an Quantität reinsetzt, in diese Richtung hin zu traden. Das Wichtigste ist erstmal, das Ganze aus einem Demokonto umzusetzen. Man kann nicht sagen, wie ich mache nur erstmal zwei Trades an einem Tag und wenn ich zwei Verlierer-Trades habe, dann höre ich auf und habe ein Chance-Risiko-Verhältnis von 5 und das mache ich jetzt 2, 3 Monate, bis es profitabel läuft. Das ist eher wie, man nimmt sich vor, 20, 30, 40, 50 Trades zu machen in einer Woche. Und dass man eine saubere Routine hat und sehr viele Einstiege macht und Markterfahrung sammelt. Wenn man fertig ist mit Traden, dass man den Kurs zusammenzieht, Bilder macht. Wir haben zum Beispiel, wenn du unter trading.de drauf gehst, haben wir die kostenlose Playlist. Ich zeige dir das einmal und da ist einmal das Ganze einmal auch beschrieben. Aber dieses Video alleine, das du dir jetzt angesehen hast, das beschreibt es auch. Hier hast du im Sinne von die volle Erklärung, was ich sehr wichtig finde. Aber generell, wenn du das alleine machst, was ich dir in diesem Video gesagt habe mit dem Demokonto, dann wird dich das weiterbringen. Wir haben auch noch den Starterkurs. Der kostet einmalig diese 27 € zum Beispiel. Das sind die Leute, die bei uns in der Ausbildung sind drinnen. Wir gehen mal hier das hier hin, dann kannst du hier das einmal ansehen. Und das Wichtige ist, sind solche Dinge, dass man lernt, wie man dann auch solche Teile auch dass man mit einer Excel-Tabelle arbeitet. Dass man sieht, hier zum Beispiel, man hat nur 4 Gewinner-Trades und man hat aber 5 Verlierer-Trades gehabt. Hat dann das getradet oder analysiert, aber generell, obwohl man nur 4 Gewinner-Trades hatte und 5 Verlierer-Trades, dass man trotzdem hier auf dem Umsatz, also im Gewinn von 2.000 € sozusagen kommt an Gewinn und 500 € auf Verlust. Das ist trotzdem 1.600 € sind. Am Ende zählt nur im Sinne von, dass wenn ich diese Strategie mache, dass ich diese eine Strategie habe, diesen einen Markt, dass ich nach vorne sehe, dass immer wenn ich 10 Trades platziere auf einen Zeitraum mit unter 1 oder 2 Wochen, das heißt im Sinne von 10 mal 100 € rein und dann kann ich dann daraus wieder 200, 500 oder 800 € rauskriegen. Das ist, finde ich, das Einzige, was erstmal zählt. Es wird eine große Schwierigkeit geben und da möchte ich dich belohnen, wenn du jetzt immer noch dran bist und dir dieses Video ansiehst. Und das ist immer bei diesen Seitwärtsphasen. Und zwar, wenn wir das nach dieser Systematik machen, was ich dir gerade gezeigt habe, wirst du feststellen, wenn du das auf Quantität machst, dass es sehr oft funktionieren wird, aber dann auch wieder Fälle gibt, die man sich weniger erklären kann, dass es weniger funktionieren wird. Das liegt das daran, dass wenn man den Kurs zusammenzieht und wenn er schon in mehrere kleine Seitwärtsphasen gegangen ist oder in einer größeren, dass in der Zukunft auch anfängt, hier mehrere Seitwärtsphasen zu machen. Das heißt, man schaut sich die Vergangenheit von heute ein bisschen an und erwartet, dass das Gleiche dann wieder passiert. Das ist ganz wichtig. Und wenn er mehr Seitwärtsphasen macht, dann wenn du auf TradingViews auf der linken Seite drauf gehst, dann findest du hier den Anchored VWAP. Dort kannst du ein Sternchen hinmachen und dass man immer den Anchor VWAP an der höchsten, das heißt an der Region oder an der Mid Rotation, das heißt am Ursprungsort oder am Zwischenrücksetzer, dass man den dort immer platziert. Ganz wichtig, man könnte den Anchor VWAP auch hier oben platzieren, das ist gefährlich. Immer schön den Kurs zusammenziehen und nachsehen, wo kam denn dieser Druck raus mit ganz vielen Kerzen und dann dorthin platzieren oder an dem untersten Punkt. Manchmal wird es die Schwierigkeit geben, dass man sich weniger entscheiden kann zwischen hier und dort und das kommt dann darauf an, ob man den Kurs gerade so hochgehen seht oder so flach oder so hochgehen seht. Also man muss es dann anpassen mit der Linie und mit der Erfahrung. Und deshalb,
Champions werden durch Repetitions, also Wiederholungen, erschaffen. Das ist ganz wichtig. Jemand, der sehr fortgeschritten ist in etwas, das liegt einfach darin, weil er sehr viele Wiederholungen hat an den Basisten. Und das ist dann das Fortgeschrittene, weil man die Basis sehr gut gemacht hat. Deshalb ein Demokonto, viele Trades machen, erstmal kein Echtgeldkonto simulieren, wirklich nach vorne sehen, dass es überhaupt erstmal profitabel funktioniert. Und wie du hier siehst, anstatt wir uns jetzt hier oben übertraden, wenn wir jetzt hier irgendwo darunter, unterhalb des Ankurvivips, ich finde es immer sehr wichtig, den Stopp darunter zu haben, findest du hier Chance-Risiko-Verhältnisse von 1 zu 5, indem wir dieses Hoch auf der linken Seite anvisieren, wie wir es hier hatten, wie du hier zum Beispiel siehst, weil von diesem Hoch zu diesem Hoch ist ein sehr großer Abstand. Manche nennen das hier ein Fair Value Gap. Ich nenne es einfach ein Hoch, weil Leute verkaufen, haben ihre Stoppsetzung dort und es zählt einfach, dass die Person nicht ausgestoppt werden möchte. Und deshalb findest du, dass wenn das so ein Abstand ist und der Kurs da wieder hinkommt, findest du hier erstmal einen Rücksetzer, der hier hinkommt. Der Kurs wird entweder schnell durchlaufen oder würde Schwierigkeiten haben, dort durchzulaufen. Deshalb ist es auch wichtig für mich, dass ich ein Chance-Risiko-Verhältnis habe zu diesem Zielpunkt oder etwas ein bisschen darüber, dass wenn das berührt, weil da geht nur etwas darüber, wie du hier siehst, dass er dann wieder reingeht. Hauptsache Chance-Risiko-Verhältnis bei 5 pro Trade und dass man da sich an 1-Minuten-Kerzen, finde ich, richtet. Wie du es hier zum Beispiel siehst, findest du grüne Kerzen unterhalb des Anko-Vips einmal hier, da zum Beispiel mit der Stoppplatzierung darunter. Das wäre sehr stark mit Momentum hier als Beispiel. Finde ich nicht so gut, weil man hier die Seitwärtsphase sieht. Zum Beispiel, was hier sehr gut wäre, wäre diese grüne Kerze. Vielleicht der Anfänger kriegt hier erstmal voll auf die 12, also wird hier ausgestoppt einmal mit 100 € oder 10 € mit einem Demokonto bitte. Dann im Sinne von hier der Einstieg, Zielsetzung dieses Hoch hier auf der linken Seite. Und wie du siehst, das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn man diese kleine grüne Kerze nimmt und 100 € anpasst bis zu diesem Tief hier, dann siehst du hier, sind das hier 740 Euro Gewinn, weil das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von 7,4. Und wie du siehst hier, schauen wir mal nach, man würde hier ausgestoppt werden, wenn er hier viele Kerzen macht. Das darf passieren, dass es hier einen rausstoppt. Hier dann wiederum nichts mehr machen. Und jetzt kommt die Sache, wenn wir hier sehen, wieder im Verhältnis von dieser Seitwärtsphase, weil das ist auch eine große Seitwärtsphase, die sind gefährlich. Es kann mal passieren, dass mal sowas passiert, das passiert aber seltener. Desto öfter du machst, desto mehr Erfahrung wirst du darin sammeln. Wenn wir jetzt einmal den Anko-Vip hierhin platzieren und sehen, dass der Kurs so stark rausdrückt und er dann hier wieder zurückkommt, leider ist es hier schon um 1 Uhr morgens, also das heißt, es war schon nur bis um 22 Uhr. Aber ab und zu, wenn er hier rausdrückt, kommt hier mal wieder ein Rücksetzer hin und dann kann man hier den Kursverlauf wieder dementsprechend weiternehmen. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel hier, Kurs sauber zusammenziehen. Auch auf der rechten Seite, wir sehen, es ist hier seitwärtsphasig, das ist einfach extrem schwer. Man müsste hier, finde ich, mit dem Anker, wie wir zum Beispiel dann arbeiten, hier unten platzieren und dann siehst du hier die richtig tolle Signale. Ansonsten hier rauspressen lassen und dann hier wieder den Anker, wie wir platzieren. Nachsehen, leider hat das nicht berührt. Wieder rauspressen lassen, hier mit den grünen Kerzen, wie du siehst, mit den vielen Kerzen und dann hier wieder platzieren und dann gibt es Fälle, da fängt er dann an, hier dementsprechend zu bestätigen oder. Wenn du die Erfahrung hast, dann wirst du merken, dass er hier anfängt dann zu drehen, wo man dann sauber, finde ich, in diese Richtung hin traden kann, indem man hier links diese Hochs anvisiert. Wenn du merkst, dass dieses Hoch sehr weit entfernt ist, dann ist es nicht toll, einfach hier long zu gehen. Das ist auch ganz wichtig. Es geht darum, sauber zu traden. Wenn du dich zwei, dreimal die Woche eine Stunde hinsetzt, zwischen 16 und 22 Uhr, wirst du genug Trades finden zu Hochs oder Tiefs, die in Reichweite sind mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis. Ich hoffe, dass du soweit was mitnehmen konntest aus diesem Video. In dem Sinne, alles Liebe, gute Trades, JT out.